Oh mein Gott, das ist ja eine dreiste Kopie von Mario Kart, werden jetzt vielleicht einige rufen. Im Kart-Racing-Genre eine neue Idee zu finden, ist nicht ganz trivial. Neben etlichen Varianten mit berühmten Maskottchen hat es schon viele absurde Einzelfälle gegeben. Und egal, was Entwickler auch versuchen, sie stehen immer im Schatten von Nintendos Genre-Primus. Daran muss man auch denken, wenn man diese Strecke sieht, die mit ihrer bandenlosen Straße in den Himmel an Rainbow Road erinnert. Trotzdem, auf eine Sache ist noch niemand gekommen. Die gesamte Spielwelt auf Früchte umzupflanzen. All-Star Fruit Racing tut genau das. Ihr fahrt durch saftige Schlaraffenlande voller überdimensionaler Melonen, Bananen, Tomaten oder Grapefruits, die von kleinen Früchtegemüsewesen bevölkert werden. Es geht durch Seen an Kokosmilch, vorbei an Schiffen aus Fruchtschalen und Weinbergen voller Weintrauben. Ganz klar, die Gestaltung der Welt fruchtet und schmeckt mit seinem Ideenreichtum. Insgesamt gibt es 21 Strecken, die auf 5 Inseln verteilt sind. Die ersten 4 orientieren sich an den Jahreszeiten, während die 5. noch einmal alles in einen Fruchtcocktail wirft. Der Gameplay-Apfel fällt dabei nicht weit vom Stamm. Das Spiel orientiert sich an den Grundregeln des Kartrennens. Auf Rundkursen oder Strecken mit Start- und Endpunkt fahrt ihr um den ersten Platz, während ihr unterwegs allerhand Items aufsammelt. Diese überraschen nicht. Neben Geschwindigkeitsschüben gibt es Schusswaffen, Bomben und Fallen. Nur, dass sie nicht so aussehen. Hier explodieren Pfirsiche, Bananen werden zu Bazooka geschossen und Kiwischeiben mutieren zu geschwindigkeitshemmenden Magneten. Jeder der insgesamt 21 freischaltbaren Charaktere bringt dabei seine eigene Eigenschaft mit. Die Figuren sind sozusagen personifizierte Früchtchen. Und nicht nur ihr Fahrzeug, sondern auch ihr eigenes Item ist danach gestaltet. Die Ideen sind dabei herrlich absurd. Das Melonenmädchen kann zum Beispiel eine Scheibe Melonen abfeuern, die sich wie eine Haifischflosse im Wasser durch den Boden gräbt. Der Granatapfeljunge feuert, genau, kleine Fruchtgranaten ab. Witzig ist auch das Orangenmädchen, die ihren Saft auf Kontrahenten hinter sich verteilt. Und das funktioniert alles gut. Die Items sind gut aufeinander abgestimmt, die Steuerung ist eingängig und die Driftmechanik bindet sich gut ein. Wer sich zu viel in die Kurven legt, riskiert zu überhitzen und stehen zu bleiben. Doch beim richtigen Timing gibt es einen Geschwindigkeitsschub. Richtig gut ist auch das Streckendesign. Loopings, Kurven in Spiralen und Schräglagen, Röhren, Sprungschanzen, Verzweigungen. Die Streckenführung ist abwechslungsreich, angenehm fordernd und gut ausbalanciert. Enge Streckenabschnitte wechseln sich mit angriffsfördernden breiten Arealen ab. Hier die Ideallinie zu finden, beschäftigt uns eine Weile. Und diese zu halten, ist in einem chaotischen Kartrennen sowieso nicht einfach. Neuartig ist das Saftmischsystem. Auf der Strecke sind Symbole verteilt, die Safttanks füllen. Die Kanäle dazu können geöffnet oder geschlossen werden, womit sich Mischungen für bestimmte Items ergeben. Entsprechenden Saftvorrat vorausgesetzt, könnt ihr auf diese Weise den richtigen Nutzgegenstand für die richtige Situation verwenden. Allerdings folgen die Rezepte keiner Logik, weshalb es eine Weile dauert, bis man alle Kombinationen in die Birne bekommen hat. Ist das aber einmal drin, macht das Taktieren damit Laune. Von den Charakteren stehen nicht alle von Anfang an zur Verfügung. Diese müsst ihr im Laufe der Kampagne freispielen. Das gilt auch für einige Autoteile, die in der Werkstatt verwendet werden können. Die Änderungen dort sind allerdings nur kosmetisch und haben keine Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Witzig ist das trotzdem, da ihr euch hier eine quietschbunte Karre zusammenbasteln könnt. Ein paar faule Stücke sind aber dann doch im Fruchtsalat. Das Kollisionsverhalten der Fahrzeuge fühlt sich nicht überzeugend an. Fallen Karts aneinander, gibt es zwar manchmal einen optischen Effekt, aber man spürt oder hört diese Kollision nicht. Die Früchtchen reiben sich auf seltsame Art aneinander, was aber immerhin keinen großen Einfluss auf das eigentliche Renngeschehen hat. Blöder ist da schon die KI im Einzelspielermodus. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen und sie halten deshalb gut mit. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass sie sich nicht wirklich lebendig, menschlich und nachvollziehbar verhalten, sondern eher wie an einer Schnur gezogen. Pacing ist ohnehin nicht die Stärke des Einzelspielermodus. Zwar beschäftigen die Cups eine Weile, doch sind Rennen mit aufgezwungenen 5 Runden viel zu lang. Diese Partien ziehen sich ewig. Ganz im Gegensatz zu Eliminationsrennen, für die die Strecken mit Start- und Endpunkt viel zu kurz sind. Am Ende fliegen da 2, vielleicht 3 Fahrer raus. Das Rennen kann da wiederum viel zu schnell vorbei sein. Auf Rundkursen macht der Eliminationsmodus aber ordentlich Druck und ist schön fordernd. All-Star Fruit Racing hat durch sein Art-Design zwar viel Charme, aber ist technisch nicht gerade das beeindruckendste Spiel. Was ihr hier seht, ist die PS4-Version.
Auf Xbox und PC sieht das Spiel minimal anders aus. Das kraftlose Sounddesign, die niedrig aufgelösten Texturen und die geringe Polygonanzahl mancher Objekte vermitteln den Flair eines hochpolierten Mobile-Spiels. Ärgerlich ist auch, dass der Cockpit-Modus nicht bei allen Charakteren funktioniert. Manchmal ragen sie ins Bild rein und man sieht ins Innere der 3D-Figuren. Da ist ein Patch nötig. Apropos Mobile-Spiel. Ironischerweise muss ausgerechnet die Switch-Version noch einmal gehörig federn lassen. Auf allen Plattformen sieht das Spiel ordentlich aus und läuft flüssig mit 60 FPS, während auf Nintendos Konsole selten 30 FPS erreicht werden. Viele Grafikeffekte fehlen zudem und das LOD ist so aggressiv eingestellt, dass es bei dunklen Tunneln oder Engpässen zu seltsam vorangeschobenen Schatteneffekten kommt. Darüber hinaus fehlt zum Start der Online-Modus, der noch nachgepatcht werden soll. Im Kern macht All-Star Fruit Racing vieles richtig und sorgt im Couch-Core per Splitscreen durchaus für Spaß. Auch das Fruchtsaft-Konzept ist erfrischend, wenn auch noch etwas verwässert. Allerdings hätten die Solo-Kampagne und das Tuning-System noch ordentlich Dünger gebrauchen können, um richtig aufzublühen und dicke Spielspaßfrüchte zu tragen.